Krass, und da drunter ist auch Eis. Wow. Ich hoffe mal, dass wir die Tür aufkriegen hier. Ja, der stand ein Jahr und wir haben minus 20 Grad und ich weiß gar nicht, ob er noch Frostschutz hat. Oh mein Gott, sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Da ist überhaupt kein Wasser drin. Nein! Das Ding ist nicht angesprungen. Ganz schnell. Okay. Willkommen bei Kraft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir gefühlte minus 20 Grad, darum auch dieser Outfit. Nicht, was ihr denkt, das ist eine Mütze. Nein, das ist meine Haare. Es geht um meinen Quadro. Und der steht hier. Es schneit, es schneit, es schneit. Vor einem Jahr für 500 Euro gekauft. Audi A3 18T Quadro. Jetzt werden wir mal sehen, ob wir den ankriegen. Achte mal, wie viel es geschneit hat. Und er schneit immer noch. Mal schauen, ob er anspringt. Die Batterie ist safe tot. Der Feuer war ja auch schon tot. Kalt. Ja, und bei dem Wetter müssen wir natürlich Quadro fahren, ist ja klar. Boah, meine Höllenmaschine muss anspringen. Es ist kalt. Hier in der Halle ist es gefühlte minus 10 Grad. Draußen ist es minus 20 Grad. Es ist saukalt heute. Ich muss erst mal schauen, wo mein Booster ist. Oh. Wartet. Oh mein Gott. Oh. Oh, ist echt kalt. Also arbeitet nicht in einer Werkstatt, die keine Heizung hat. Also arbeitet nicht bei mir. Nein, hier ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Hä? Da. Null. Okay. Hä? Jetzt 46%. I don't know. Er hat gerade null gezeigt. Jetzt sagt er 46. Ist egal. Wir machen erstmal den Audi sauber. Weil das wird wieso auch ein bisschen dauern. Wir müssen das ganze Schnee erstmal freikriegen. Dann schauen wir mal, ob das Ding anspringt. Und wenn er anspringt, wir haben vorne rechts einen Federbruch. Und den werden wir beheben. Weil ich habe hier noch den Lupo, die Stoßhilfe von A3 verbaut. Und die werden wir dann umbauen ganz schnell. Weil bei diesem Wetter brauchen wir halt Quadro, das ist mein einziger Quadro. Ja, okay, der ML ist auch, hat auch Allrad. Okay, mein Tiguan hat auch Allrad. Ich muss heute Teile kaufen und da würde ich gerne mit dem Quadro fahren. Oh. So, ich bin 2 Stunden noch hier vor dem Ofen. Ja, der stand ein Jahr und wir haben minus 20 Grad und ich weiß gar nicht, ob er noch Frostschutz hat. Und ich hoffe mal, dass wir die Türen und so aufkriegen. Also vom Schnee befreit, was locker war. Wartet mal das hier an. Krass, und da drunter ist auch Eis. Wow. Ich hoffe mal, dass wir die Tür aufkriegen hier. Och du Heilige. Ob das Ding anspringt. Wir machen uns wieder warm. Alter. Wow. Wow. Okay. Aufgeschlossen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Geil. Tür ist offen. So, Motorhaube haben wir geöffnet. Oh. Aha, Schloss geht nicht zu. Auch gut. Oh, der hat sich ein bisschen bewegt. Ach, das ist doch noch Qualität hier. Das ist doch noch Qualität hier. Oh, das Ding ist so schwer. Boah, das bleibt gar nicht oben, ne? Weil die Eisschicht ist so schwer. Da drauf. Gut, jetzt machen wir noch ein bisschen sauber und warten mal bis auf unseren Booster, dass wir den Booster einsetzen können. Dann muss ja noch aufgeladen werden. Ich mache nochmal hier das Unnötige weg. Und dann schauen wir mal, ob das Ding anspringt. Bis gleich. Kalt, 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 kalt. Oh. Wir werden gleich auf jeden Fall erstmal gucken, ob wir Frostschutz haben. Also Sichtprüfung wäre schon gut bei dem Wetter hier. Das
ist das Schlimmste, was euch passieren kann, wenn nicht genügend Frostschutz drin ist und ihr startet das Ding und dadurch einen Motorschaden erleidet. Das ist nicht gut. Ich habe mal schon den einen oder anderen Motorschaden gehabt, auch für dumme Zeugs, aber das wäre echt richtig mies. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Sprecht ihr sofort an? Oh mein Gott, sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Da ist überhaupt kein Wasser drin, glaube ich. Oder? Aber doch. Doch, doch, da ist was drin. Was sagst du? Können wir die starten oder nicht? Okay, Frostschutz sagt 10. Minus 25. Minus 35. Ja. Also, ich hasse die Dinger. Ehrlich, jedes Jahr, ich könnte das jedes Jahr neu kaufen. Ich meine, die Farbe sieht gut aus, die sieht gesund aus. Wir haben wenig Frostschutz drin, ist nicht schlimm. Ölstand kontrollieren wir. Hier ist auch nichts gefroren. Öl ist gut. Aber man merkt, wie dick flüssig das Öl ist. Ne? Man merkt das. Haben wir bestimmt 10 wie 40 oder 5 wie 15 wie 40 raufgeklatscht. Ey, die Mütze hält aber echt ein, wa? Also ich schwitze unter der Mütze, ist ja krass. Es ist kalt. Keine Ahnung, das ist wegen diesem Frostschutz. Die Nadel, die bleibt einfach hängen. Ich habe mal im Livestream noch eine Story erzählt und genau das meinte ich letztens. Wir haben einfach probiert, ohne zu wackeln, ist bei 0 Grad einfach stehen geblieben und ich habe den Kunden damals gesagt, ja, wir müssen Frostschutz wechseln. Ich meine, erfahrene Schrauber, die wissen ganz genau, desto kräftiger die Farbe, desto mehr Frostschutz hast du drin eigentlich in der Regel. Trotzdem kontrollieren nicht, dass ihr denkt, oh hey, da ist jetzt eine rote Farbe drin und wir können jetzt starten. Trotzdem kontrollieren, kostet nicht die Welt, könnt ihr euch kaufen und einmal selber testen oder geht bei jeder Werkstatt vorbei, die machen das kostenlos. Also ich mache es kostenlos, ich weiß nicht, wie die anderen sind. 53%, und mal schauen, ob das reicht, ob wir das Ding zum Laufen kriegen. Das Ding ist an. Boah, ich hoffe mal, dass der nicht abgeht. Boah, 340.000. Okay, und was sagt der? Das sagt der. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh, wir haben keinen Sprit, doch haben wir. Nein! Das Ding ist nicht angesprungen. Ich glaube aber, es liegt an dem Booster. Und das ist auch eine sehr, sehr schlechte Idee, die Handbremse bei so einem Wetter hochzuziehen und, ich sag mal, mehrere Wochen oder so nicht zu bewegen. In meinem Fall nach einem Jahr. Ja, bei dem Booster ist es so, wenn ihr ein bisschen länger wartet, geht er auf Standby-Modus. Das heißt, ich muss wieder die Motorhaube öffnen, wieder auf den Knopf drücken und sehr schnell hier reinrennen und versuchen, das Ding zu starten. Knopf. Gedrückt, ganz schnell jetzt, ganz schnell. Okay, ich glaube, der Booster hat nicht gereicht. Jetzt macht er gar nichts mehr. Booster sagt wieder null. Wir laden das jetzt gute 2 Stunden auf. Mal einen Schlüssel lasse ich stecken. Komm, ich höre dir nicht zu. Versuch Nummer 2, 58%. Boah, die Sonne scheint geil. Aber bringt nicht wirklich was, wenn die Sonne scheint. Trotzdem kalt. Komm, jetzt aber. Oh nein, der ist fast angegangen. Mach das Ding hin warm. Was haben wir alles? Sitzheizung haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Also ist das nicht geil? Audi A3, der genau 22 Jahre alt ist. Baujahr 99. Stand ein Jahr. 340.000 gelaufen. Und das Ding springt so an. Deswegen liebe ich auch diese Motoren. Ne? Einfach nur geil. Wir lassen den jetzt schön warm laufen. Und dann schauen wir auch mal, ob wir den bewegen können. Und wenn ja, der hat auf jeden Fall vorne irgendwo einen Federbruch gehabt. Vorne rechts, links. Oder ich habe so einen kompletten Stoßdämpfer da. Reifen werden wir auch mal kontrollieren. Und dann werde ich in diesem Wetter... Oh, guck mal, Servo geht auch noch. Krass. Was war das denn? Guck mal, das ist Unterspannung. Sobald wir das hier machen, ABS-Leuchte geht an. Warum? Genau wegen der Unterspannung. Jetzt fahren wir den gleich rein
Hoffentlich können wir den bewegen und einmal hochheben und mal schauen, was Sache ist. Und es ist immer noch saukalt. Oh, wenn ich das nicht hätte, ne? Es ist wahr. Oh, nein. Ey, bitte, bitte. Mann, Alter, ich mache auch immer jedes Mal Auge auf was. Jetzt läuft's auch. Der läuft jetzt seit einer halben Stunde. Schauen. Oh yeah. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist gut. Minus. Oh, Tür geht wieder zu. Geil. Siehst du? Hat sich ja selbst repariert. Der bewegt sich. Boah, Jungs, das ist Quattro. Guck mal, wie wir hier rauskommen. Wie wir hier einfach rauskommen. Boah, aber der rutscht gut. Oder sind das die... Ja, das sind die Bremsen. Ne, die Bremsen machen Geräusche. Hört ihr das? Ein bisschen special. Ehrlich, Quattro ist Quattro. Ne, mit Frontantrieb. Wir hatten da ganze Zeit die Reifen durchgedreht. Aber mit Quattro, ehrlich, ganz easy rausgefahren. Bei der Schneemasse. Aber ich bin so überrascht, wie ich... Habt ihr das gehört? Das ist die Feder vorne. Guck, jetzt haben wir erstmal voll viel Schnee. Und hier drunter ist Eisschicht. Und das überall. Überall. Ich konnte mit meinem Polo Frontantrieb nicht rausfahren. Da ist er ganz locker rausgefahren. Schniert wie ein Kätzchen. Wir haben echt sehr, sehr gute Winterreifen. Aber ihr seht die Bremsen. Die Bremsen sind durch. Die müssen erstmal richtig schön eingefahren werden und wenn es nicht geht, brauchen wir definitiv neue Bremsen. Ich habe ja noch die ATE-Disc von meinem Lupo damals. Die können wir natürlich hier einbauen. Bei dem nächsten Video, was höchstwahrscheinlich morgen oder übermorgen rauskommt, werden wir den einmal von unten anschauen und gucken, warum er so knackt. Es wird ein Federbruch sein und dann werden wir neue Stoßdämpfer einbauen. Ja, werden wir damit fahren. Mit Quattro Spaß haben. Vielleicht lasse ich den jetzt erstmal auftauen und dann werden wir den hochheben. Gibt es einen kleinen Vorspann, was im nächsten Video zu sehen ist. Bleibt gesund, euer Kraft tut sie. Bis dann. Sieht die Schrauben von dem Stoßdämpfer, die sind durchgerostet bis zum geht nicht mehr. Mal schauen, was Mr. Duitz Teil hier sowas bringt. Ne? Oh ja, ja, und da sehen wir auch einen Federbruch. So muss das Ganze sein, und hier ist der einfach nur stramm. Oh. Guck mal, Heckantrieb kommt da nicht raus. Ja, Kollege, du brauchst Quattro.